Farbe, in der ganz offensichtlichen, oder dieser Alpha in der ganz offensichtlichen Farbe Kobalt, Medium, wurde im März 57 ausgeliefert. Und so hat das Fahrzeug heute wieder Manship genannt. Was? Verneigen angesagt. Lancia 037.
eines der tollsten Rallye-Geräte aller Zeiten. Das ist ein Original-Trainingsauto von Walter Röhrl gewesen in der Zeit, als er mit diesen Exemplaren unterwegs gewesen ist, mit später 330 PS. Rallye-Weltmeister 1974, 75 und 1976. Sandro Munari. Der Fiat Dino Spider in Weiß, der TI, ETA Kantenhaube. Und Dario Theiss lässt fliegen und gibt schön Gas. Hat natürlich seinerzeit auch für Furore gesorgt. Auch wieder ein.
Sie erkennen das Werk bei E-Type, das ist die Serie 2, gebaut im Jahre 70, 186 PS, 4235 PS, 6 Zylinder und der Name E-Type vorgestellt. Das sind jene Exemplare, die mit so viel Liebe rekonstruiert wurden und mit so viel Liebe. Sagtest du 28 Reihen, also mit 2,8.
Ritter unterwegs zu sein, glaube ich auch, es reicht. Ja, auch davor der VW-Porsche, auch damals ein ungewöhnliches Auto, hat seinen Motor ja hier im Heck liegen. Und die Karosserie des Autos wurde damals von Karmann gefertigt. Heute ist das Auto richtig in dem Moment und ich denke, wir waren richtig schnell unterwegs und mal wieder viel Spaß gehabt.
Der Formel 1 March mit dem Ford Cosworth Motor, so wie er damals gefahren hat. Schlüssel, dass wir das sehen dürfen. Da knien wir nieder bei Schloss Dick, wenn du dieses Auto bewegst. Benz, also mit dem Patentmotorwagen von 1886 unterwegs. Und dazu unsere Freunde der sogenannten Messingabteilung. Das sind also die Fahrzeuge aus dem Beginn des vergangenen Jahrhunderts, die wir auf diesem Weg Ihnen präsentieren wollen und die wir Ihnen auf diesem Wege zeigen wollen. Einige kommen direkt aus dem Parkbereich da hinter uns vorbei. Und jetzt geht's los. Vollgas, der Start aus dem Jahr 1909. Der Opel vorne weg, zieht volle Kanne die Start- und Zielgerade hinunter. Wir begrüßen alle Freunde der Messingabteilung. Der Brasier aus dem Jahr 1911. Natürlich der Lokomobile mit Lothar Leer aus dem Jahr 1916, der alte Transport-LKW, der mit dazu gehört. Und der Daimler, der damalige Originalfahrer, ganz, ganz toll. Aber jetzt Vollgas, gib alles! Im Jahr 1911, natürlich der Lokomotor 1916, der alte Transport-LKW, der mit dazu gehört, hinunter. Wir begrüßen alle Freunde der Messingabteilung. Da hinter uns vorbei, Vollgas, der Start aus dem Jahr 1909. Geboten wird.
trat dabei im ersten Mal als Sponsor auf, aber dann in der 64. Thank you.
Abgestellt und erst 2008